thy hill on one to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep thou with him. You already finished with Barbieri. Barbieri? No. By a long shot. Already told you. That he's slow. As for you, show up like Lazarus himself. Name thinking of myself. This jockey bastard is either one of the luckiest sons of bitches that's ever lived, or the kind of man that invites rotten damn luck. So goddamn sure it was the latter. I have to admit, I was wrong about you. You can thank me by calling me by my name. Aye. Lincoln it is, then. It was funny. Things get taken from us. We convince ourselves we've go out and inflict pain on someone else. A little mend what's busted up inside of us. But it doesn't, does it? No. It doesn't. Spent my entire goddamn life scratching and clawing at anyone who came along. Even if they were there to help. Look where it fucking got me. It's the sense. Change it. Only way is forward. Now that Irish Point is back under your control, I'm gonna need you to bring in as much money as you can. Going after Marcano ain't gonna be cheap. And I imagine you'll be wanting your cut of the proceeds. That's right. Can't say I'm a fan of someone looming over me. But a deal's a deal. I asked Nikki to manage those moonshine runs, but she can't bring them all on her own. That liquor hauls in a fair amount. We'll talk to her. She's around here somewhere if she ain't out quail hunting. Quail ain't in season. Oh, for her kind, it's always in season. Yeah. Oh, you'll excuse me. I have to go to see Mr. Barbieri. He's probably getting a little lonely. Lonely. Ja, da setzt sich erstmal total fertig und besoffen hinters Steuer, aber okay. Berufe ein Treffen ein. Aha. Wieso ist eigentlich vorher mein Auto explodiert? Einfach so und dann ist die Kiste aufgetaucht, jetzt habe ich kein Auto mehr. Und da drüben auf der Straße, nee, auf der Box liegt Geld rum. Okay, mitgenommen. Jetzt habe ich wieder eine schöne Karre verloren. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist auch Kohle. Nein, Geld überall.
So, jetzt muss ich eine schöne, schöne Karre mal wieder finden. Oder eine Eule. Jetzt hier drüben sind mal ein paar, aber die sind es nicht unbedingt schön. Ja, von mir aus nehmen wir halt den da. Aber wenn wir irgendwann mal eine bessere finden, dann nehmen wir die auch gleich. So, wir düsen los. Was ist das in dem Bereich? Oh, weg da. Ich will ein bisschen rumdriften. Irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Es gibt ein Achievement, aber ich weiß nicht, mit Driften, aber ich weiß nicht mehr, wie lange. Wie lange oder wie weit oder wie auch immer. Ich hab's vergessen. Verdammt. Aber es gibt eine. Deshalb tue ich immer mal ein bisschen mehr mit Handbremse rumfahren. So, vor allem berufe ein Treffen ein. Mit wem und wo? Hier geht's geradeaus, nicht runter. Was zur Hölle? Hier explodieren einfach Autos oder machen Unfälle. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ist einfach irgendwo ins Nix reingefahren. Aber nun gut. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Ja, bin schon ewig weit weg. Aber egal, mein Freund. Und? Der fährt normal? Jo, alles cool. Fährt nirgends gegen eine unsichtbare Wand. So, oh, es braucht ein bisschen. Es lädt hier ein bisschen nach. What? Voll dagegen. Autsch. Aber mega geil gedriftet an sich. Auch wenn es eher nur so geradeaus war. So, Alter, wo zur Hölle sind wir schon wieder? Kenn mich gerade gar nicht so richtig aus. Ah, irgendwo da auf den ganz... Ich sag es mal, auf den ganz kleinen Inseln unterwegs. So, wir müssen demnächst irgendwo links, weil das Ziel irgendwie links hinter uns ist. Es gibt auch, glaube ich, ein Achievement, das heißt, glaube ich, fahre über 150 km/h oder mph oder was auch immer unten die Anzeige ist. Aber ich habe noch kein einziges Auto gehabt, das so schnell fährt. Das frage ich mich auch so ein bisschen, wie man die schaffen soll. Da brauchen wir irgendeinen speziellen Wagen, den man sicherlich nur an einem speziellen Ort bekommt. Oder keine Ahnung, was man da am besten machen muss. Alter, was zur Hölle? Ist hier. Okay. Jemand zu Hause? You think I forgot what you did? You can blame Marcona all you want, but it was your men who ambushed us. My men were following orders. We got rules. Not my fucking problem that you people don't understand. Yeah, well, I'm about to make it your fucking problem. This shit is this then. Goddamn. If it ain't the city's favorite pot-licking donkey, Thomas Burke. The fuck did you just say to me? Put the gun down, Burke. It's gonna take all four of us to bring down Marcona, so I don't want any more of this stupid bullshit. Bring down Marcona? These two used to work for Marcona. And this one? Do you know how many of my men this canard killed because Marcona told him to? Fuck him, and fuck you if you think I'm ever gonna trust these two. Hey, get the fuck out then. There's no sweat off my ass. You don't trust him? Good. Because I don't trust any of you. That doesn't change the fact that I destroyed Barbieri's operations, killed Doucette and those other redneck motherfuckers, and saved your ass from Greco's men. So here's what you need to decide right fucking here now. Either fall in line or get the fuck out. Just know, second you step out that door, your name's getting added to my list,
right beneath Marcano's. Now, if we're all done acting like goddamn children, let's go over the plan. In order to bring down an organization the size of Marcano's, we need to eliminate the people at the base and work our way up. It's the same thing I did in Oz. I know the military filled your noggin with all manner of tactics and schemes, but let's not overthink this shit. Say we go out to his house and shoot him. Shouldn't take more than an hour or so, depending on traffic. And what you think gonna happen after? Everybody else just gonna lay down and die, you stupid-ass motherfucker? Cassandra's right! Just killing Marcano doesn't get us anywhere. One of his brothers will take over and we're right back where we started. So, first, we go after his lieutenants. Then, once they're killed, we seize their territory and move on to the capos. Once the lieutenants and the capos are killed, Marcano will be isolated and alone. And that's when we go after him. Hold on, what happens to those territories we get from Marcano's guys? Once it's in our hands, I'll decide who gets to run the day-to-day. I give you a district, you get the rackets and everything else. But I'm also counting on you to hold it. Keep that bastard from reclaiming it. One last thing. Y'all know that building that's going up across the lake? Hmm? He's building a casino. Marcano's constructing this so he can go legit. All his money's tied up into that thing, so once he figures out what we're up to, it'll limit his options. More importantly, it's an emotional attachment. Emotions make people irrational, greedy. So that's where we hit him. Right in the goddamn heart. Hey, nice speech. Think they bought it? Don't care. They're all too greedy or pissed off of Marcano to back out now. At least until one of them decides to try the crown on for size. Well, if it comes to that, I'll handle it. The photos were a nice start and all, but I'm gonna need some actionable intel on those lieutenants. A place of business, where I can find them, you name it. The dossiers are nearly complete. I'll be ready to move when you are. I was also able to recruit some concerned citizens who are more than happy to share what they know about Sal's coalition of WAP assholes. Information on how to contact them will be included with the other intel. Appreciate it. Sure you don't need a ride? Oh, I do my own driving. Ooh. And the systematic killing of Marcano's capos and lieutenants, that was part of the plan. Well, you're playing fucking patty cake, Christ. Look, you want to bring somebody down, you destroy the foundation they're standing on. It's the same basic op we ran over Nam. Der klaut ja voll meine Sprüche. Okay, Story of Tag freigeschalten. Blut und Öl. Jetzt sind wir so voll weit draußen wohl, oder? Bewiesene Bestechung. So, wir sind jetzt irgendwo hier. Okay, hier haben wir ein Gebiet. Da haben wir ein Gebiet, da blinkt was wegen Geld zurückbringen. Hier haben wir Barclay Mills. Die Innenstadt oder Tickfar Harbor zum Beispiel. Hier können wir noch mit Leuten reden, okay. Aha, das heißt, wir sind gerade hier. Ich ist Nash eigentlich gerade so die Innenstadt, oder? Dann gehen wir hier in die Richtung. Müsste theoretisch das Schnellste sein. So, einmal hier im Kreis. Und dann, ja, auch noch 2,5 Kilometer, aber ich glaube, die anderen Sachen sind halt noch weiter weg. So, bewiesene Bestechung. Einmal mit dem Donovan treffen. Hätte mich ja doch mitnehmen können. Aber, naja, ich traue dem Bengel nicht so ganz. Beziehungsweise nicht seinen Fahrkünsten. Wobei meine Fahrkünste manchmal sind auch nicht so besonders. Der traut mir auch nicht so ganz. Das gesehen, wie er ausgewichen ist. Nein. Oh, oh, oh. Ah, verdammt.
Wollte schon sagen, nicht berührt. Wollte ich schon ganz stolz sagen. Aber mein Spiegel ist noch dran. Der ist nicht weggeflogen. Da habe ich mit 10 Schrauben befestigt. Damit er dran bleibt. So, was mache ich dann? Fahre hier einmal voll geradeaus. Aber wir müssen ja einmal rechts abbiegen. So, und dann so langsam wieder in die Stadt hinein. So, hei, hei. Jetzt habe ich hier. Der Wagen ist noch gar nicht tiefer gelegt. Alter, wie der hier rumhoppelt. Ja, die Stoßdämpfer damals waren nicht ganz so gut. Taxi aus dem Weg. Wer hat dich gerufen? So, hier geht's mal wieder auf die Autobahn. Das eine Taxi war gerade auch ganz schön flott unterwegs. So, über die Brücke in ein neues Viertel hinein. So ein bisschen die Aussicht hier genießen. Den ganzen Lichter, den Hochhäusern. Sieht schon ganz cool aus. So, wir sind ja, wir haben ja auch da eine Mission markiert, wo in der Innenstadt sogar ja ist. Deshalb hier gerade die ganzen Häuser. Alter, passt sogar. Mit dem Bremsen.